Das für 2024 auf Kreta geplante Event Schlager unter Palmen sorgte für Aufsehen, als bekannt wurde, dass der umstrittene Sänger Michael Wendler als Teil des Lineups auftreten sollte. Dies führte jedoch zu einem regelrechten Künstlerexodus, denn mehrere gebuchte Künstler, darunter Ross Anthony und Julian David, zogen ihre Teilnahme zurück. Beide würden nicht mit Michael Wendler in Verbindung gebracht werden wollen. Zudem betonte Ross Anthony, er habe keine Kenntnis von Wendlers Teilnahme gehabt. Die Konsequenz war die komplette Absage der Veranstaltung, für die alle Künstler nur nach ihrem musikalischen Werk und Schaffen ausgewählt worden seien, so der Veranstalter. Wendler kündigte auf seiner Facebook-Seite an, an einem Ersatztermin zu arbeiten. Er behauptete, sein geplanter Auftritt sei ein über einstündiges Solokonzert gewesen. Dies steht jedoch im Widerspruch zur ursprünglichen Veranstaltungsankündigung, die mehrere Künstler vorsah, was bei den Wendler-Fans für Verwirrung und Unklarheit sorgte. Die Absagen der bemitleidenswerten und charakterlosen Künstler Anthony und David bezeichnete Wendler zudem als ekelhafte, lächerliche Distanzierungen mit Kindergartenniveau. Der Veranstalter selbst sagte, Schlager unter Palmen sei keine politische Veranstaltung, weshalb die politischen Ansichten der Künstler bei der Auswahl keine Rolle gespielt hätten.